Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Futile. Wie immer mit dabei der liebe Barock. Huhu. Der liebe Leinson. Moin. Die liebe Nicola. Hallo. Daddy das fast liebe Silkene. Nein. Und der liebe Ramon Rachmador. Ey! EA. Ich wurde gerade wieder geschlagen. Ja, zu Recht. Für fast lieb. Was nur meine Annahme bestätigt. Was für eine Annahme? Das mit dem Fast. Ich habe auch noch ein Schwert da. Na, lass mal. Ich kann mit einem Knüppel auf ihn einschlagen, der ist nicht tödlich. Viel Spaß. Du bist nicht beim ersten Schlag, ne? Ne, musst du jemanden öfter mit umklatschen, ne? Oder ihm den Todesstoß geben, wenn er am Boden liegt. Aber das finde ich recht unsportlich. Guck mal, wir kriegen wieder Granit rein, ist das nicht schön? Mhm. Es ist ein Ende in Sicht, es sind alle Wagen bis auf diesen voll. Da kann ja nicht mehr viel sein. Jetzt macht er den nicht wieder komplett voll, ne? Warum nicht? Da werden wir dann wieder nichts reinpacken können. Ich nicht? Nur weil das letzte Mal nicht ging? Vielleicht ist das diesmal anders. Weißt du, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche versucht und erwartet, dass sich das Ergebnis ändert. Mhm. Danke für dieses Albert Einstein Zitat. Tja. Du weißt sogar, woher das kommt, wa? Respekt. Er ist nicht ganz voll. Darf ich den Rest voll machen? Nein, gut. Ich habe mir mittlerweile schon angewöhnt, die Formsteine da einzeln reinzupacken. Ja, ich auch. Sobald es geht, sofort wieder was aus dem Wagen rauszunehmen. Den 200er hatte ich gerade auch im Blick. Tja. Mein Granit ist alle.
nutze dann mal die Zeit, hier einmal durch die Mine zu laufen, damit man mal sieht, was wir hier schon weggebaggert haben. Und das alles für ein paar Karren voll Steine. Da bin ich auch mal gespannt, muss ich auch gleich mal gucken. Da hier. Oh, da kommt schon wieder Neues. Ja, hier ist noch ein Feld Granit und sonst muss man erstmal langsam tiefer graben. Nein, nein, hier sind noch zwei. Hier. Ach, da, da. Und hier. Guck mal hier um die Ecke. Das auch noch, okay. Und hier die Seite, wenn du hier Richtung Norden guckst, das hier, das geht noch rein. Okay. Also hier hinten dran sind auch noch mal ein paar. Wow. Und guck mal auf den Boden, das ist, also so dicht habe ich selten Granit gefunden. Ja. Das ist fast jedes Feld. Das ist schon echt gut. Über uns ist auch noch gut. Ja, oben drüber kommen wir nicht dran. Ja, ja. Das ich geht meine, aber von hier bis auf Null-Ebene. Sprich, wir sind ja auf 130, glaube ich. Wir können also 130 Felder hier nach unten buddeln und haben immer so viel Granit wie hier pro Ebene. Ja, da kommen wir ein bisschen mit hin. Ein bisschen. Pro Ebene knapp 4 Wagen. 5, einen haben wir schon weggebracht. Ach ja, stimmt. Und hier ist noch, also hier ist noch mehr drin. Hier sind noch mal locker 1 bis 2 Wagen auf der Ebene drin. Das ist schon. Kann die eben rein? Ah, schon wieder einer. Mach doch nicht immer so krumme Zahlen. Mach Zahlen, die durch 20 teilbar sind. Ja, er hat ja den einen Teil und den anderen Teil hat er jetzt rausgenommen. Jetzt hat er 320. Nee. Braucht ihr noch Steine? Sonst mach ich mein Inventar voll. Mit geschliffenen. Nee, mach mal ruhig voll dein Inventar. Ich die paar, das bisschen Platz, was hier jetzt noch drin ist. Ja, euer Inventar muss ja auch noch. Ja. Oder können wir? Wie ihr wollt, ist egal. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal, sonst schaffen wir das nicht mehr zurück. Ich würde gerne den Turm noch hochziehen. Ja. Bei dem würde ich gerne sehen. Aber wir haben ja schon echt viel rausgehauen. Ja. So, ich habe jetzt hier gleich noch 12 Granit über. Hat wer noch 8 Granit? Ja. Ja, sehr schön. Dann nimm dir das raus und schleif das. Macht ja Sinn, wir haben uns ja den einen 320er aufgeteilt. Ja. Richtig. Und dann können wir, glaube ich, losfahren. Ich hoffe, die kaputten Spitzhacken habt ihr nicht in den Schrank gelegt. Nein, die habe ich bei mir. Also meine kaputten habe ich in meinem Wagen hier. Sehr schön. Inventar besser gesagt. Ich werde dann nächste Woche erst wieder mal schmelzen müssen und schmieden. Ja. So, ich warte jetzt auf den Wagen. Ditto. Kleinsam bereit? Ja, den Rest. Komm, passt. Beziehungsweise nein, ich fahr schon mal vor. Kennst du doch den neuen Weg? Achso, nein. Ich bin eine kaputte Spitzhacke hier raus und bin hier reingepackt am Schrank. Ich warte unten, ich kann nicht bremsen. Ist noch was drin? Boah, ein bisschen was ist ja noch drin. Ich könnte eine Driftbremsung machen. Oh, er rollt immer noch. Jetzt geht's. Wer Waffen hat, bitte Waffe anziehen. Ja, schon ausgerüstet. Jo. Okay. Und das Pferd schwebt wieder schwerelos den Berg hinab. Ja.
Ey. Ah. Da war irgendwie eine Kante, woran ich hingeblieben bin. Ja, toll. Hängst auch dran? Siehst du mich noch? Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Muss mal langsam machen, Herr Klein, sondern nimmt jeden Baum mit, den er findet. Nein, mir fällt immer hinten einer rein, ich komme nicht rum. Das war einmal. Wo bist denn du? Zweimal. Ich sehe euch, du musst weiter nach rechts. Ja. Links. Ja, gut, ich gucke ja von der anderen Seite, ne? Ist, durch dieses kleine Unterholz kann man ja so durchfahren. Im Hinweg habe ich mir eingebildet, dass ich an ein, zwei von den Exemplaren davon hängen geblieben bin. Ja, Wacholder zum Beispiel. Ja, daran geht das, ja. Aber an dem normalen Unterholz kannst du mit dem Karren eigentlich durchrollen. Müssen wir nicht ein bisschen mehr links? Ne, nicht zwangsläufig. Ich bin hier letztes Mal auch ziemlich dicht am Sumpf vorbei. Hier konntest du eigentlich super durchfahren. Weil dann kommst du da hinten nämlich zu einer Steigung, wo das nicht so steil ist. Das ist gut. Und hier sind öfters mal Wildschweine. Ja, da bin ich letztes Mal drauf gefahren und wundere mich, wieso kann ich nicht weiterfahren. Und irgendwann grunzte mich das an. Hast du eingesammelt? Nee, ich hatte keine Äpfel dabei. Ja. War aber auch ein Eber, der schon recht angriffslustig war. Ich dachte, der greift jetzt gleich an, aber ich hab Glück gehabt. Wie würdest du denn reagieren, wenn du so im Wald liegst, pennst und irgendwann überfährt dich ein Wagen? Das denke ich, ich würde mich freuen. Endlich jemanden zum Reden und so getroffen. Ja, da oben sind die Wildschweine. Links von uns. Dem Weg bin ich auch letztes Mal wieder zurückgefahren. Der lässt sich viel besser fahren. Gleich so gespannt, wie riesig dieser Turm ist, ne? Da freue ich mich schon drauf, du. Wie so ein Schneekönig. Was mir noch fehlt, ist so ein richtiger Burgturm mit Zinnen, der oben offen ist quasi. Ja, das wäre natürlich auch geil, ja. Ist viel weniger anstrengend, der Weg, oder? Ja, der ist super. Den können wir ja dann noch ausbauen.
Da fahre ich jetzt die halbfertige Straße hoch oder quäle ich mich da hinten durchs Gestrüpp? Ja, ich denke, ich nehme die Straße. Ach komm. Nein, wir haben Kleinsam verloren. Ich bin nur nicht unten am Wasser lang gefahren. Den Schlüren gerade, den spare ich mir, hab ich gedacht. Aber schöne Karawane. Ja, ja, hat gut geklappt diesmal, ne? Das sieht auch geil aus, wie die ganzen Karren hier so in Reihe da hochfahren. Flex da. Bin nicht überholt. Ey, abdrängen zählt nicht. Sehr unfair. Klar. Gehst du? Das ist doch wohl. Habt ihr es jetzt? Ja, dann fahr! Der drängt mich über der Straße ab. Da ist ein Überholverbot, junger Mann. Wieso bitteschön kann ich nicht vom Wagen aus mit der Armbrust schießen? Das muss jetzt, wenn einer da auf der Mauer steht, muss das auch geil aussehen, wenn die ganze Karawane da so auf die Stadt zureitet. Ja. Da hätte jetzt einer stehen müssen, der aufnimmt. Wie viel Platz ist noch in dem großen Lagerhaus hier unten? Keine Ahnung. Der auf jeden Fall die Formsteine geladen hat, muss mit zum Bergfried kommen. Der kann nicht, weil sein Pferd hat jetzt keine Ausdauer mehr. Ja gut, aber du weißt ja, wo der Bergfried ist. Ja, den finde ich noch. Ja, ich pack die Granitsteine hier in das untere Lagerhaus. Ja. Wir brauchen oben für den Turm ja auch noch. Wir brauchen noch viel mehr. Ja, ja. Aber als nächstes kommt ja da der Eckturm. Der muss ja jetzt auch erstmal gesetzt werden und dann... Der ist schon halb fertig, da oben der Turm. Nein, bei mir. Achso, bei dir. Okay, da hat ein Pferd versagt. Jo. Nur gut, dass ich zwischendrin kurz auf euch warten musste. Ich müsste noch bis ankommen. Wo steht dein Turm denn? Wenn du im Bergfried hochkommst, hinten in der Ecke, wo die lange Rampe ist. Richtung Seidenstraße. Ja. Dürfte ich den Turm zusammenzimmern? Wieso? Ich brauche noch Punkte. Ja. Der ist Architektur, ne? Ja. Dann, die bräuchte ich auch. Wie hoch bist du mit Architektur-Tabla? 7. Ich müsste auf 90 kommen. Ich bin bei 65. Wieso musst du auf 90 kommen? Sonst kann ich das große Lagerhaus nicht bauen. Ach was?
so. Hier steht dein Fritz. Was, echt? Na? Ja, der steht hier vor mir. Wie ist der denn hierher gekommen? Keine Ahnung. Der ist da. Ja, geil. Der hier auf dem Teamspeak? Nee, das nicht. So, Steine sind voll. Ich brauche nur noch Formsteine in meinem. Ein Fremder erschießt ihn. Nee, der gehört ja zur Gilde. Den kann man rausschmeißen, das ist nicht das Problem. Wo ist der? Du hast nur noch Formsteine? Ja. Die sind hier in diesem Wagen. Ja, dann tu die. Ja, toll. Ja, ich bin voll, mein Inventar ist voll. Da komme ich ja nicht ran. Hm. Mein Wagen ist noch eine Minute gesperrt. Kannst du die Steine kurz abwerfen, was du dabei hast? Steine müsste er. Ah, Schüttgutgranit, okay. Grab mir nicht mein Marmor nachher weg. Fritz soll mal hochkommen, der kann sich den neuen Turm gleich angucken. Ich habe ihm geschrieben, aber er hat noch nicht geantwortet. Bewegt er sich denn? Kommst du überhaupt dran an die Baustelle? Ja. Nicht abreißen, bitte. Ja, dann nagel die mal zusammen. Ja, ich muss noch den... Was? Er hat die IP vom TS nicht mehr. Ach so. Haben wir einen bedächtigen Meter zurückgegangen? Das könnte jetzt einen Moment dauern. Warum hast du das nicht gleich geschliffen, Markus? Ich war dabei, als ihr los wolltet. Ja, und? Ich glaube, da musst du noch ein paar Mal hämmern. Da. Und da, hier, hast du noch Formsteine für das Mauerstück hier? Ich habe noch 10 im Inventar. Na scheiße, 30 brauchen wir für den. Im Wagen liegen noch, ich glaube, 30. 78 waren es ja insgesamt. Ja, dann reicht und das. Unten in dem großen Lagerhaus sind auch noch 20. Ja, aber das waren, glaube ich, 100er, ne? So. In dem großen weiß ich, warte, ich guck grad. Die, die ich Anfang der Woche geschliffen habe. Ach so. Die hole ich gerade, ich weiß, welche er meint. Uah, Hammer kaputt, kann nicht wahr sein. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich handel dich eben an, ich hab noch einen. Meinen guten Holzhammer? Nein, ich hab noch einen Schmiedehammer. Achso. Den? Ja, egal. Er ist in der Eingangshalle. Falls noch, so für freitags. User was moved to your channel. Hey! Hi! Fritz! Zeit. Willkommen in der Aufnahme. Pünktlich zum Ende. Fast. Wir bauen gerade unseren niegelnagelneuen Kasselturm oben im Bergfried auf. Den musst du mal reinziehen. Jetzt wo sollen die Formsteine rein? Hab ich schon eingebaut. aber da sind noch mehr Mauerstücke. Wow. What the? Ja, der ist ein bisschen größer. Okay, ich geh gucken. Das ist mal ein Türmschild. Die beiden hier wollt ihr. Alter. Ja. Ersetzen wir die Ecktürme auch dadurch? Das Ding sieht geil aus. Leider hat man da nicht so eine schöne Übersicht. Ich würde mir oben noch so eine Aussichtsplattform gerne wünschen. Alter, der hat hier aber überall Schießscharten durch oben. Ja, überall. Ja. Mordgänge, krass, alles.
Die, es müsste eigentlich eine Leiter an den Turm ran, also die sind ein bisschen weit weg dafür. Himmel, Satan. Da kann man ja einen hinstellen. Ich kann bis in mein Zimmer reingucken, das Ding ist auf meiner Zimmerhöhe. Ja. Das hier sind die Ausgänge für die Schlossmauer, für die... Ja, da oben das, ja. Genau. So Ach, hoch sind die Schlossmauern. Fuck. Das ist hier. Auf Höhe vom Dach von den normalen Türmen. Ja. Du kannst rüberspringen. Ja. Awesome, hä? Alter. Und das ist... hatte ich Barock übrigens schon erwähnt, dass wir bauen die Mauer um die Schmiede rum aus Castle Walls. Geil. Ja. Und die wird oben mit der von Glinestone verbunden. Genau. Ja. Das Wichtigste kriegst die größte Mauer, ne? Nee, hier, die geht hier runter. Wir hatten ja an der Seitenstraße kommt dann ein Castle-Tor hin und da wird die angeschlossen. Ich bin fast runtergefallen. Okay, da musst du aufpassen. Okay, das lässt den Bergfried aber schon fast abstinken, ne? Nein. Der ist ja noch höher. Aber der ist trotzdem, noch mal eine Nummer größer. Stell dir vor, du hast diesen Aufbau hier, jetzt nur mit den ganzen Mauern und Türmen halt aus Castle-Mauer. Und jetzt überleg dir, im MMO hatten wir einen Gegner-Castle. Drei Reihen Castle Walls hoch. Alter. Also da, wo die eine Castle Wall aufgehört hat, waren zwei, drei Felder und dann hat da die nächste nach oben hin angefangen. Und jetzt das Krasse, die hatten keinen Eingang. Die haben sich mit Stufen und mit Säcken quasi eine Wendeltreppe außenrum hochgebaut. Ja, schade, dass hier der Eingang hier in der Mauer ist. Ne? Das geht ja leider nicht anders. Ja. Bei den Castle Walls, die sollen ja von innen irgendwie noch begehbar sein, ne? Nee, leider nicht. Achso. Es gibt im MMO welche, aber hier noch nicht. Es gibt nur komische mit dem Durchgang, wo du quasi von innen nach außen gehen kannst. Aber da ist kein Tor dran. Also, blöd gemacht. Also im MMO hat man viel mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Aber geil ist das Ding schon, ne? Und wenn du jetzt guckst, wenn wir hier runtergehen, komm mal mit. Wenn du hier jetzt einen Burg-Eckturm hinsetzen würdest, ja, fehlt dir quasi außen die Ecke, der ist ja 3x3. Und dann hast du hier den Eingang rein. Ach was? Hier, genau in dem Feld geht hier der Eingang rein, da ist dann die Treppe, die nach oben geht. Das ist natürlich mega geil auch. Ne? Leider nicht beim Burg-Eckturm, Entschuldigung, beim Burgturm. Das heißt, wenn du den auf eine Ecke setzt, bringt dir das nicht viel, bringt dir schon viel. Du hast dann halt die Ausgänge quasi in Flucht und nicht in der Ecke. Ja. Weißt du, wie ich meine? Oben auf die Mauer dann. Ja. Aber es ist zu verkraften. Sie ist trotzdem cool. Aber das ist schon ein Trümmerstück, oder? Das ist ein Trümmer, ja. Warst du schon oben, Fritz? Ja. Ich muss mir den mal aus dem Bergfried von oben angucken. Ja, genau. Und im MMO haben wir es geschafft, so einen zu verteidigen gegen drei Treebox. Und ungefähr 80 Angreifer. Abmoderieren nutzen. Wie ist denn die Zeit? Wir haben noch außenliegende Apfelbaumplantage ist auch schon gewachsen. Ja, da haben wir auch schon ein paar Mal geerntet. Bist du da gerade an? Nee, ich habe aber nur eine am Gucken. Weil dann gehe ich gerade runter und mach das noch. Dann haben wir wenigstens noch ein paar Äpfel, diese Aufnahme mal geschafft. Nikola ist schon auf dem Weg, sagt sie gerade. Achso, okay. Haben wir keine Äpfel mehr auf Lager? Ja, wir brauchen. Die Viecher fressen ja wie verrückt. Wir müssten eigentlich jeden Tagesbeginn müssten wir eigentlich die Äpfel leer machen, dass wir ein bisschen auf Reserve haben. Achso, dauert ein bisschen, bis du die Treppe hochgelaufen bist, Fritz. Ich merke das schon. Und jetzt kommt mal runter, wenn du hier die Auffahrt hochgehst. Sieht schon fett aus. Also der Bergfried ist schon noch eine ganze Hausnummer höher als der Turm, ne? Ja, ja. Aber wenn du da so auf dem anderen Vordach bist, ich weiß gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Wie ist das jetzt eigentlich mal mit Möbeln? Brauchst du da noch ein paar für den Bergfried? Die sind im Prinzip immer machen. Also wenn jetzt nicht das Projekt zwischengekommen wäre, wäre ich immer noch am machen. Der Thronsaal ist ja so halbfertig. Kannst du da nochmal reingucken. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist denn der jetzt? Im Bergfried. Über der Eingangshalle eine Etage höher. Genau. Genau, von hier kommt man da rein in den Turm. Da habe ich noch ein paar Regale reingestellt, Flaschenregale. Barock, komm noch mal bitte zum neuen Turm.
Und noch ist der Thronsaal pferdefrei. Zum neuen Turm. Genau, von hier ist der Aufgang in den Turm. Kannst da mal hochgehen und gucken. So, noch weiter runter. Es wäre Zeit. Ja. Dann lass uns doch im Thronsaal treffen. Ja, ich wollte mal eben zum neuen Turm schnell laufen. Das überziehen wir halt mal 2 Minuten. Ich platze mich schon mal. Vergesst deinen Granit nicht, Kleinson. Ja, ich hab schon in deinen Wagen reingetan. Hier, die sind mit Sinn nach außen, oder? Beide? Ne, die hier. Sind nach außen, ja, hier, und die nach innen in dem Und Hochhof. Die nach innen. Dann kann man hier noch eine Treppe außen dran stellen mit Zimmern. Weißt du, dass man einen näheren Aufgang zum Turm hat und nicht erst. Das habe ich sowieso vor, ja. Weil der da hinten ist mir ein bisschen weit weg. Genau, deswegen. Nein. Weil geht ja ohne Probleme. Gibt's ja so genau diese Treppen, die kann man hier dann dran stellen. Ja. Oder? Das passt. Ja, das können wir. Könnte man im Prinzip hier auch noch dran stellen? Links neben das Tor. Raus. Ja. Boah, eins nach dem anderen. Ja, aber ja. Erstmal das Loch da stopfen. Und dann hier die Backfalle beseitigen. Wie willst du hier die runter machen? Aufschütten, ne? Also willst du jetzt hier quasi am Turm? Ich will jetzt hier am Turm runterbauen, die Mauer. Und dann. Oh nö. Doch. Hast du eine Erde oder zwei? Genau die Ecke meinte ich. Warte, da liegt Granit, ich nehme mal kurz den Granit. Ja, das wäre schön. Ich sag doch, Backfalle, ne? Ich hasse es. Ich habe keine Schaufel. Ich guck mal mit Stack. Ja, in meinem Wagen hätte ich eine. Da steckte ich doch Ende letzter Woche auch drin. Also nur rechts oder links und rechts? Aufschütten. Auf der anderen Seite will ich ja auch noch so einen Turm bauen. Bin raus. Okay. Weil. Na, also komm mal mit. Der Turm hier hinten in der Ecke, der soll auch noch ersetzt werden. Ja. Ja, okay, aber da willst du ja der nicht runter. Ja, eigentlich brauche ich den ja nicht mehr ersetzen, wenn wir das hinten mit der Schmiede und so verbinden. Genau deswegen, dann brauchen wir nur hier rechts runter. Ja. Auf die Seidenstraße, auf der Seidenstraße dann das Tor, oder? Ja, so war der Plan jetzt, ja. Was fiebt denn dein Hund so? Aufmerksamkeit. Ich rede zu viel mit dem Computer. So, ich bin jetzt auf dem Weg in den Thronsaal, damit wir endlich abmodden können. Du bist doch schon bei 3 Minuten. Ja. Oh, ein zu tief. Nee, Quatsch, ein zu hoch. Da ist er. So. Oh, schön, die Regale sind ja auch schon bestellt. So, dann mod mal ab. Kommt sonst niemand? Ich bin noch am Sammeln. Okay. Dann sag ich mal, wenn es euch diese Woche wieder gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, gebt uns ein Abo, kommentiert. Wenn ihr mit Bock habt mitzuspielen, dann jeden Sonntagabend von 18 bis 22 Uhr sind wir hier online und am Zocken. Könnt ihr gerne dazukommen. Server, Passwort und IP stehen unten in der Videobeschreibung. Und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.